Gewaltige Info von Herrn Andreas Pops Meinung, hören wir rein. Die Hauptproblematik ist, wenn sich jemand beschwert, wer ist eigentlich der Adressat? An wen wendet man sich? An Herrn Scholz? An Herrn Habeck oder wen auch immer? Das kann doch nicht der Adressat sein. An Frau von der Leyen beispielsweise? Ist das so? Nein, die Frage ist, wer sind eigentlich die Entscheider hinter den Kulissen? Und da geht es nicht um die Verschwörungstheorie. Wir haben eine Eigendynamik einer Gruppe, die ich als Gurkentruppe bezeichne, mit Inkompetenz und charakterlichen Eigenschaften. Aber wir haben letztendlich Drahtzieher, die das Ganze steuern. Das heißt, wir müssen doch erst einmal die Adressaten finden. Wir wissen doch, dass in den großen Unternehmerverbänden, Konzernverbänden, Industrieverbänden, Bauernverbänden auch durchaus Funktionäre sein können, die hintenrum gekauft wurden. Das können wir nicht ausschließen. Und wenn ich sehe, wie die Politik momentan reagiert auf diese Verbandseinsprüche, dann merke ich eben halt, dass da offenbar neuralgische Punkte von Führungspositionen eben halt nicht dafür arbeiten, was den Menschen dient, der Ökonomie dient und die Verbände, die dann eben halt so sprechen, sondern die ganz andere Interessen dabei haben. Und solange das nicht diskutiert wird und die Medien das Ganze noch hofieren und mitmachen, und da wird sich nichts ändern. Ja, die Wirtschaftspolitik der Ampel, die hat Herr Habeck nicht als Grund genannt. Das sieht allerdings die Hälfte aller Unternehmer völlig anders. Das hat jetzt eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer ergeben. Und dann sagt Habeck, der deutschen Wirtschaft geht's eigentlich gar nicht schlecht. Wo sind denn die ganzen Abgeordneten, die da sind? Normalerweise müssten doch alle Abgeordneten, ob das die Linken sind, wenn es sie noch gibt, weiß ich gar nicht mehr, die Grünen oder die sonst was, die müssten doch jetzt alle aufstehen, wenn Herr Habeck irgendetwas sagt und demonstrativ den Saal verlassen. Oder verstehen die alle das Ganze nicht? Was läuft hier schief, wenn solche Fehlstellungen eindeutig zu erkennen sind, dass man trotzdem es irgendwie ignoriert? Wie unfähig er ist, das erkennt man spätestens daran, wenn er die Wirtschaftskraft im Prinzip vor allem auch mit dem Konsum übereinbringt. Nach dem Motto, ihr müsst mehr konsumieren, dann geht die Wirtschaft wieder nach vorne, weil er unterscheidet eben nicht zwischen Konsum und Investitionen. Nachhaltigkeit, Investition, Zukunftsausrichtung, Perspektive ist eine Frage von Investitionen und nicht von Konsumieren. Und genau da liegen seine Schwerpunkte. Völlige Ahnungslosigkeit, und das versucht er eben halt zu übertünchen mit einem selbstsicheren Auftreten. Und das gelingt ihm mittlerweile auch nicht. Wir sehen einfach eine extreme Veränderung, und ich will auch nicht die Schuld zuweisen auf diese Menschen, die das tun, sondern ich will einfach nur beschreiben, was der Hintergrund ist. Und wenn man noch so ein bisschen Restverstand hat, noch ein bisschen Kreativitätsvermögen hat, Abstraktionsvermögen hat, dann kann man versuchen, sich selbst dort mit einem Ruck wieder herauszuholen und zu sagen, okay, ich muss jetzt mal mich selbst in Frage stellen. Und genau das ist das Hauptproblem. Ja, wir müssen alle diese ganzen Informationen, die jetzt hier wirklich für einen Niedergang sorgen, die muss man verarbeiten. Aber irgendwann muss sich die innere Stimme doch einstellen, die dann warnt und sagt, hier stimmt etwas nicht. Und zwar, hier stimmt etwas ganz gehörig nicht. Und dann folgt die Frage, was ist denn hier eigentlich los? Was machen die mit Deutschland? Es geht um Patriotismus, nämlich die Liebe zur eigenen Heimat. Der Begriff, der findet nicht mehr statt, und der ist auch schon rechts belegt worden. Wenn ich meine eigene Heimat liebe, dann bedeutet das doch nicht, dass ich die Heimat eines anderen damit automatisch verachte. Wenn ich meine Frau liebe, dann bedeutet doch nicht, dass ich alle anderen Frauen damit verachte. Und das ist genau dieser Knackpunkt. Das sind die primitiven Parameter von totalitären Systemen, und da wird dann das Ganze eben halt auf diesen Nationalismus runtergebrochen. Ich wünschte mir eine regionale Struktur, das sind nämlich nationale Tendenzen, aber nicht Ismen, sondern einfach nur national denken. Wenn es mir gut geht, dann geht es meinen Nachbarn auch gut. Und das ist doch das Erste, was passiert. Wenn ein Flugzeug ein Problem hat und der Druckabfall ist da, dann kommen die Masken runter. Und dann heißt es als Erstes, nehme ich mir selbst die auf die Nase und lege den Riemen dann da quasi um meinen Kopf rum. Und erst dann helfe ich den Nachbarn. Das ist die richtige Reihenfolge, die gesund ist. Und genau das könnte man ja auch in der Ökonomie anwenden. Das Problem ist eben halt das, was wir gerade schon gehabt haben, dass die Bundesregierung eindeutig
eindeutig ein Programm der Zerstörung gesunder regionaler Strukturen verfolgt. Gleichzeitig aber die Lobbyisten der Finanzindustrie stimuliert, der Pharmalobby und der Kriegsindustrie. Die sollen alle gefördert werden. Und diese gegen die Bürger gerichtete Politik ist natürlich nur dann finanzierbar, indem man die Untertanen enteignet. Und dabei geht es um die Immobilien. Der neue Trend, der soll also dahin gehen, das kommt immer mehr in den Raum, zukünftig neue Baugebiete nicht mehr als Eigentum eines Grundstücks auszuweisen, sondern als Pachtgrundstück, das dann nach dem Tod der Nutzer an den Staat zurückfällt. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, jetzt lebe ich in Deutschland, was soll ich denn jetzt machen? Selber stabil zu bleiben. Wie kann man selbst stabil bleiben? Indem man die Schöpfungsgesetze kennt, die Schöpfungsarchitektur kennt. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze durchstehen würde, wenn ich die grünen Bücher nicht hätte, von denen wir immer wieder reden. Im Lichte der Wahrheit. Das ist für mich die Grundlage, das Fundament meines Lebens. Und zwar nicht nur meines Erdengangs, sondern meines Lebens. Das geht also auch über die Situation hinaus, wenn ich irgendwann diesen Erdengang wieder abbrechen muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und wenn ich diese Schöpfungsarchitektur verstehe, dann wird mir eines klar. Es ist kein Zufall, dass ich hier bin. Und es ist auch nicht ein Schicksalsschlag oder Pech gehabt oder Glück gehabt, also keine Form von Zufall, dass ich genau das hier erleben muss, erleben darf, erleben soll. Sondern das ist das Ergebnis der Schöpfungsarchitektur in der klarsten, ich sage mal kalt, sachlichen Form, weil wenn ich vorne etwas reintue, dann kommt hinten immer etwas raus. Und das ist eine Wechselwirkung, die da eine Rolle spielt. Und wenn wir dann auch über diesen Weg erst einmal erkennen, auch wenn wir Schicksalsschläge selbst haben, dass wir keine Opfer sind und wir auch erkennen, dass es in der Schöpfung keine Fehler geben kann, wenn wir das erstmal erkannt haben, dann kann ich mir die Frage stellen, warum bin ich denn jetzt in dieser Situation und fühle mich so? Und dann kommt man plötzlich an die großen Zusammenhänge und erkennt anhand dieser Architektur, dahinter steht, wow. Und dann kann sogar etwas passieren, dass man dankbar wird für das, was einem widerfährt, weil man zum Beispiel Schulden abträgt. Man hat einen Schicksalsschlag und wird plötzlich dafür dankbar. Das klingt absurd, ist es aber überhaupt nicht, wenn man dieses Studium der Schöpfungsgesetze langsam chronologisch, nicht Bücher durchliest, das ist es nicht, sondern wirklich das Ganze anfängt zu studieren und seine eigene Biografie erst einmal wieder erneuert. Oft ist es so, dass je höher der Bildungsgrad, je höher die Verstandesüberzüchtung, desto schwerer ist es zu verstehen. Ich habe die Erfahrung machen müssen, dass jemand, der zum Beispiel viel freier, geistiger unterwegs ist, entspannter unterwegs ist und auch gar nicht so verbildet ist, dass der es viel leichter hat, diese Worte zu verstehen in den Büchern, als ich es habe, weil ich mir selbst teilweise im Wege stand. Und deshalb ist es so, diese Bücher sind für jedermann. Ob ich jetzt hochgradiger Akademiker bin oder ein selbsternannter Geisteswissenschaftler oder eben halt ein Mensch, der einfach nur lesen und schreiben gelernt hat und eins und eins zusammenzählen kann, das sind die entscheidenden Faktoren.